Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der auf dem Marsch. Version 1.3. Wir werden jetzt mal hier beginnen mit der Main auf Feld Nummer 44. Dazu stellen wir Cosplay-Fahrer ein mit zwei Fahrer. Verband arbeiten wir schön. Und zwar beginnen wir mit Kursgenerierung. Erst nehmen wir das Feld. Dann nehmen wir Vorgewende zweimal. Da wir nur mit zwei Fahrzeugen arbeiten. Ist für ein für die Ballenpresse besser. Wir beginnen in den Feld rein. Ist auch für die Ballenpresse besser. So 9 Meter. Ist aber eigentlich 10, das ist ein Mod. Nehmen wir 59. So. 2, 2, 9. Dann zwei Fahrzeuge. Kurz mal einen Kurs generieren. Kann man noch kurz überprüfen. So sieht gut aus. Dieser Punkt muss immer passen. Das heißt, wenn er von da nach da fährt, darf er nicht hier über einen Bereich fahren. Wenn jetzt hier Bäume stehen würden, dann darf er hier nicht rüberfahren. Hier wäre aktuell so, dass man trotzdem fahren könnte, weil hier nichts steht. So, jetzt haben das. Gehen wir zurück. Er wird da beginnen. Den ersten Wegpunkt und den prüfen wir gleich und den lassen wir links fahren. Das ist die aktiviert, auch normal auf 0. Und hier machen wir auf Entfernung aktiviert, okay, Auto 7 Meter, mit der wo passen. Dann steigen wir mal aus und nehmen wir gleich den nächsten Fahrzeug in Angriff und hier haben wir den Kurs kopieren. Dann mal suchen den Kurs. Es muss ein Kurs sein, der Prinzip so wie 18 Meter, das kommt hin. Kopieren wir. Hier schauen wir rechts, passt. Das Ball ist auch auf 0. Und hier ist auch deaktiviert und aktiviert, das ist egal. Hier gucken wir auf Verband, ist aktiviert. Und ersten Wegpunkt. Der erste Wegpunkt müsste hier irgendwo sein, da vorne. Wir werden beide Fahrzeuge mal schauen. Und erst hinstellen, dass er losfährt. Dass er sich nicht wieder müsste da vorne sein normalerweise. Müsste eigentlich hier links beginnen. Ich starte ihn mal. Ne, Feldmodus einstellen. Weil, wenn ich über die Wiese fahre, dann beginnt woanders. Okay. Da fahren wir hier gleich mit. Abfahrt einstellen. Da fahren wir mit, um das auch zu überprüfen. Also kein dummer Hit macht. Ne? Wenn ich jetzt fahren würde über die Wiese, dann werde ich sofort, so wie vorne, die Gras wieder auf Wachstumsstufe zurück. Das wollen wir nicht. Also lassen wir Kursplay fahren und dann geht kein Schaden mehr her. Ansonsten muss man den Kurs so berechnen, dass wir da anfangen, wo wir stehen. So, dann nehmen wir gleich mal den Kurs speichern. Das ist mähen. N und so Schwatten sind auch, aber wir machen gleich Pressen dazu. Pressen Feld 44. Das ist nur für mich wichtig, weil im Prinzip nachher, wenn wir nachher pressen wollen, müssen wir den Kurs kopieren und dann müssen wir einen Kurs haben, den wir entsprechend nehmen können. Ach gut, ja klar, beginnt in ein Feld rein, das ist ja, deswegen fährt er auch dahin. Wir werden gleich die Ballenpressen schnappen und dann entsprechend gleich losdüsen. Es klappt.
Dann gehen wir jetzt zum Hof zurück. Dazu können wir den Fahrzeug mal nehmen. Ist ein welcher Typ ist das hier? Sakai 2, das müsste gehen. Ja, abhängen hinten. Gut. Zum Ballenpressen brauchen wir. Da würde ich eigentlich andere Fahrzeuge nehmen. Meine anderen Fahrzeuge dazu. Das ist da vorne ist einer, ja, den nehmen wir gleich. Der kann man nicht stehen. Irgendwo noch einen. Messer Ferguson hier. Oh, oh. In keine Richtung. Irgendeine Stimme sagt mir, nimm den hier. So. Den wollen wir kurz ein Stück zurückfahren. Aushängen und dann eben die Ballenpresse hier rechts stehen. Irgendwo war noch einzustehen. Aber da warten wir auch, bis beide Pressen da sind. Dann beginnen die im Verband. Fahren wir mal einen rüber und dann fahren wir einen rüber. So. Und einen haben wir irgendwo noch stehen. Ich glaube drüben auf der Wiese Nummer 36 ist einer der. Der hat da stimmt er gerade. Mal schauen, wie weit er ist. Ich habe alle meine festen Fahrzeuge für die entsprechenden Geräte mit einer entsprechenden Leistung. Wenn du einen bei hast, der ein bisschen schwächer ist und du hast einen bei, der stärker ist, dann ist der eine im Prinzip überfordert und der andere unterfordert und dann verzögert die Sache. Oder wenn der jetzt der langsame hinten fährt, der kommt dann nicht hinterher und irgendwann blockieren die sich dann irgendwie durch dummen Zufall in der Kurve irgendwo. Also das würde ich euch vermeiden. Obwohl 10 PS vielleicht nicht so viel ausmachen würden. Aber man weiß ja nie, ne? So, der Strohfutzi fährt immer noch, gut. Ja, leider bei Regen ist man mit Heu Stroh weniger, aber gut. Wir haben ja unser Lager gut gefüllt, also unser Lager ist ja fast voll. Und das Lager für Pellets ist auch so viel voll gewesen. Und Mischwater war auch voll. Was wollen wir mehr? Also wir haben unser Zielprinzip erreicht, was wir haben wollten. Stroh fürs Lager werden wir voll kriegen und Stroh für Pellets und für Mischwater haben wir auch voll. Werden wir gut hinkommen mit der Kühe, also futtertechnisch gesehen. Auch mit Stroh wird es reichen. So. Angekommen. Stellen wir hier vorne ab. Und dann schauen wir, ob hier der eine gerade fährt. Ja. Wie lange brauchst du noch? 13 Minuten. Ja, so lange wird er noch fahren, ne? Hm. Dann müssen wir umdisponieren. Stell mal ein. Ja, weil der hat hier so ein Zicken gemacht letztes Mal. Da war da so ein Theater gewesen und nicht arbeiten wollen. Ja gut, fangen wir mal an, wie fahren wir das links hin? Hinfahren können wir ja mit. Hinfahren ist kein Problem.
auch zur Not schon mal beginnen. Und wenn das nicht klappen sollte, dann mal umtauschen. Extra hinfahren und umtauschen, man düngen ist auch Blödsinn. Weil der braucht noch 30 Minuten, wenn wir eine ganze Aktion durchführen, ist es halt auch entsprechend um. Wartung ist also okay. Jetzt fahren wir halt hin und beginnen wir schon mal mit zwei, ne? Ich weiß noch nicht, warum die Fahrzeuge versetzt fahren, also muss man schauen, ob das jetzt auch so ist. Ich habe ja geschaut bei den anderen Fahrzeugen, da ist das nicht so, da ist das Original auf Null, also Strich, Strich. Mal schauen, ob es morgen auch so ist. Schon wieder 7 Uhr. Also. Mann, was verdient die Zeit immer so viel? Ich habe ein bisschen getrödelt heute Vormittag ein bisschen. Gut, ich muss bearbeiten und so. Video bearbeiten. 4 Folgen hochgeladen. Aber war da Mittag kochen nebenbei. Jo. Da geht Zeit, ne? Ich bin noch nicht fertig mit bearbeiten. Also noch weitere 6 Folgen, die ich bearbeiten muss bei 7 Days to D. Aber ja, gut. Das kann ich auch nächste Woche machen, das ist nicht schlimm. Ich muss nur morgen entsprechend ein paar Folgen hochladen. Das war die Folgen, die ich jetzt gerade mache, müssen bearbeitet werden und hochgeladen werden. Da ist eine Folge mit 38 Minuten verdammt lange. Aber gut, was soll's? Das ist halt passiert. Entschuldigung, du willst aber nicht wegmachen. Und aufteilen würde ich auch nicht, egal. Gib mal eine Überlänge. So, haben wir jetzt Zeit? 12. Dann können wir noch einen entsprechenden Kurs. Kopieren. So, beginnen wir hier gleich mit Kopieren. Was ist da passiert? Achso, da ist der eine. Wie viel Husten? Ist doch gar nicht. So. Was ist der Kurs hier? So, du bist dann hier an der rechten Seite. Natürlich hier Feldmodus, rechts. Strich, Strich. So, auch Feldmodus. Immer kopieren. Ersten Wegpunkt und links. Natürlich ist die Gefahr, wenn die anderen Fahrzeuge jetzt natürlich hier hoch runterfahren, dass man die entsprechend begegnet, ne? So. So, dann gehen wir gleich los und dann geht es gleich zu Ende. Ne? Verband ist, der ist noch deaktiviert. Der ist aktiviert. Und jetzt müssen wir den auch noch mal kurz Kontrolle machen. Und zwar, nun ist alles. Korrekt, eingestellt. Auf jeden Fall. Nun ist schon, das soll es für heute gewesen sein. Den Rest zeige ich euch nachher in der nächsten Folge. Also den Rest, dann heißt wir starten. Dann sage ich hier mal Tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Ja, und dann geht's weiter morgen, ne? Also morgen. Ja, morgen. Tschüss.